Hallo. Also, ich habe ein Kriegstagebuch von meinem Urgroßvater und ich plane das vorzulesen auf YouTube. Allerdings möchte ich das so machen, dass das so ist, dass der Tag, an dem das geschrieben wurde, dass es das ist, wann es auch auf YouTube veröffentlicht wird. Und gut, der erste Eintrag ist vom 8. Oktober. Ich denke mal, dass ich das schaffen werde, bis dahin zumindest einen guten Anfang zu haben, sodass ich mir sicher sein kann, auch jeden Tag eine Folge zu machen, dass ich das zeitlich schaffe, sonst müssen wir es halt um ein Jahr verschieben. Nein, also am 8. Oktober 2012 soll es planmäßig losgehen. Das ist bisher meine Planung. Und ja, das ist im Zweiten Weltkrieg. Allerdings ist das schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Und es geht los am 8. Oktober 1945. Das geht dann bis zum Ende, bis Silvester. Ja, jetzt hätte ich fast 2013 gesagt. Ja, die Serie wird dann bis 2013 gehen. Und das ist der 1.1.1946. Okay, wie mein Urgroßvater in diese schreckliche Lage gekommen ist, das weiß ich noch nicht. Ich kann das ja noch versuchen in Erfahrung zu bringen. Und wenn ich was weiß, sage ich es euch. Okay, danke fürs Zuhören und danke für die Aufmerksamkeit. Freut euch drauf, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich ja abonnieren. Dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Okay, das war's von mir soweit. Bis dann.